Dark Showdown Vertonerturnier Achtelfinale. Refine vs. Dimu, The Grim Reaper of Mind. Refine. Als der Kontrolleur mein Ticket scannte, piepte das Gerät und plärrte unbetäubend. Sir, ich fürchte, Ihr Ticket ist fehlerhaft. Die Nummer des Tickets stimmt nicht mit unseren Akten überein. Würden Sie bitte hier an der Seite warten? Der letzte Passagier lief an mir vorbei und trat durch die Schranke, als ein Kurier den Aktenordner ablieferte. Der Kontrolleur durchblätterte ihn und fand schnell, wonach er suchte. Wie ich es erwartet habe. Ein klerikaler Fehler. Das passiert öfters, als Sie denken. Ich entschuldige mich für diesen Fehler, Sir, erklärte der Kontrolleur und zerriss das Ticket in zwei Hälften. Dann wurde ich von einem hellen Licht geblendet. Ich schloss meine Augen und als ich sie wieder öffnete, fand ich mich in einem Krankenhausbett liegen, umringt von Ärzten und Schwestern, die erleichtert schienen, dass ich wieder aufgewacht war. Es vergingen ein paar Sekunden, bis die Maschine am Bett neben mir anfing zu piepsen und ohrenbetäubend zu klären. Dimu, The Grim Reaper of Mind. Als der Kontrolleur mein Ticket scannte, piepte das Gerät und plärrte ohrenbetäubend. Sir, ich fürchte, Ihr Ticket ist fehlerhaft. Die Nummer des Tickets stimmt nicht mit unseren Akten überein. Würden Sie bitte hier an der Seite warten? Der letzte Passagier lief an mir vorbei und trat durch die Schranke, als ein Kurier einen Aktenordner ablieferte. Der Kontrolleur durchblätterte ihn und fand schnell, wonach er suchte. Wie ich es erwartet habe, ein klerikaler Fehler. Das passiert öfter, als Sie denken. Ich entschuldige mich für diesen Fehler, Sir, erklärte der Kontrolleur und zerriss das Ticket in zwei Hälften. Dann wurde ich von einem hellen Licht geblendet. Ich schloss meine Augen und als ich sie wieder öffnete, fand ich mich in einem Krankenhausbett wieder, umringt von Ärzten und Schwestern, die erleichtert schienen, dass ich aufgewacht war. Es vergingen ein paar Sekunden, bis die Maschine am Bett neben mir anfing zu piepen und ohrenbetäubend zu plärren. Wen fandet ihr besser?